Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Long Dark. Ich habe keine Sekunde ohne euch gespielt. Wie ich es meistens tue. Einfach nur, damit ihr seht, dass ihr alles mit rechten Dingen zugeht. Sonst sagt ihr nur, oh, der findet, cheatet doch voll. Der macht doch immer heimlich. Ohne uns macht er doch immer. Hör mal. Stimmt gar nicht. Ich halte nicht viel von Cheaten. Oh, das war falsch. Ich bin der Meinung, wenn man im Singleplayer-Spiel cheaten möchte, mach doch, was du willst. Aber in Multiplayer-Spielen zum Beispiel, da bin ich da ein großer Feind von. Das finde ich verwerflich. Weiß ich auch nicht, was man davon hat. Außer, dass man 10 Minuten der Coolste ist. Bis alle drauf kommen, dass man cheatet und einen dann flamen und bannen und alles. Ja, was wollte ich machen? Ach ja, ich weiß, was ich machen wollte. Es tut mir leid, Leute. Ich habe mich genauso aufs Rifle gefreut wie ihr. Aber wir müssen es erstmal hier weglegen. Ich meine, wozu brauchen wir nachher das Rifle? Huch, achso. Da ist das Ding ausgegangen. Flare, 2 Flares haben wir. Jo. Hier, das Cabinet Door. Genau, da kommt Accelerant rein. Einmal, ey, achso. Einmal behalten wir, für vorsichtshalber. Ja, jetzt habe ich mich mal wieder kunstvoll selbst unterbrochen. Was wollte ich denn gerade erzählen? Kann mir das einer sagen, bitte? Ja, du da hinten? Nee, das hilft nicht. Nee, tut mir leid. Das setze ich bitte wieder hin. Danke. Klamotten haben wir gar nicht dabei. Rifle. Ach so, ja, wozu braucht man das Rifle? In erster Linie, um sich was zu essen zu organisieren. Aber wir haben so viel zu essen und so wenig Munition, dass wir das einfach erstmal weglegen. Und dann, wenn wir es nachher brauchen, dann brauchen wir es. Also, ich nehme jetzt auf jeden Fall das Hatchet. 76% tut es auch erstmal. Das nehme ich mit. Damit können wir uns hoffentlich schon mal besser gegen Wölfe und dergleichen wehren. Oh. Oh. Und das muss eigentlich auch reichen dann. So, wir haben 9 Tinderplugs, dann machen wir das hier alles nicht. Hatte ich nicht. Hatte ich, oder? Doch, habe ich. Aber wo? War das hier rechts? Die Ecke ist so duster, ne? Bum, 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 genau. So, eins behalten wir vorsichtshalber. Ein Reclaimed Wood für... Also wir haben jetzt eigentlich alles... Ah! Dinger müssen wir noch aussortieren. Medizin. Ich muss wirklich aufhören, damit mich zu unterbrechen. Das ist widerlich. Klingt nicht leiden, wenn mir Leute ins Wort fallen. Auch nicht, wenn ich selber bin. Oh, da ist das Medizinschränkchen schon bald voll. Oh gut. Sieht doch alles nicht so wild. Knapp 19 Kilo ist mir aber noch zu viel, ehrlich gesagt. Oh, ja. Können wir noch was aussortieren? Flare, Hatchet, Boots. Zweimal Lantern Fuel. Da ist ja nichts mehr drin. Painkillers. Ein Sewing Kit möchte ich gerne immer am Mann haben. Das sind verdammt viele Streichhölzer, aber können wir auch noch mal ein paar wegtun. Tun wir ein paar Streichhölzer weg. Tools? Ja. All 12. All. Warum ist denn der Zeiger immer automatisch auf der rechten Seite? Das finde ich unangenehm. So, was haben wir jetzt? 10.35 Uhr. Das bedeutet, wir können noch... Können nochmal losmarschieren. Was haltet ihr davon? Finde ich geil. Finde ich nämlich auch geil. Aber nicht ohne unseren Zauberstab. Jetzt wollte ich gerade auf den Quicksave drücken. Ich habe gestern so viel Risen gespielt. Und ihr wisst ja, dass meine Quicksave-Taste... Also die Leute, die meinen Risen kennen... dass meine Quicksave-Taste die abgenutzteste Taste meiner Tastatur sein muss. Weil ich mehr Quicksave, als dass ich kämpfe wahrscheinlich. So, und dann, von da kommen wir. Da war das Abandoned Lookout, da war, lass uns das mal rekapitulieren. Da war das Fischer-Ding haben wir leer. Da war das Locking-Ding haben wir leer. Da haben wir leer. Wo ist die andere Insel? Dahinter noch? Haben wir auch leer. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal hier lang, weil hier lang kennen wir noch nicht. Sprinte.
Trish. Sieht da jetzt, hätte ich fast ihren Namen vergessen. Wie? Oh. Guck mal, können wir direkt hier mal... War das hier oder sind wir... Ne, wir sind beim letzten Mal sind wir da hochgegangen, ne? Dann können wir jetzt mal hier hochgehen und gucken, wo uns das hinführt. Es ist noch früher Morgen. Essen, Trinken haben wir dabei. Dann geht die Party und die Party geht ab. Ein bisschen Ausschau halten immer hier abseits des Weges. Apropos Weg, da ist er weg, der Weg. Was? Ach, das war der Pfeiler. Er sah gerade aus wie so ein Wolfskopf. Wo geht's denn hier hin, Leute? Oh, guck mal, noch eine Hütte. Und hier geht's noch weiter hoch ins Gebirge. Ich habe bewusst die Hütte jetzt rechts liegen lassen. Weil wir da eh auf dem Rückweg langkommen. Falls es einen Rückweg gibt, aus der Kälte, aus der warmen Umarmung des Todes im Schnee. Schmuh, wir sind so dick eingepackt. Guck mal hier, Fields Lake minus 1 Grad. Andere Leute gehen da schwimmen. Oh je, aber das klingt nicht nach Schwimmen gehen. Das klingt nach hungrigen Wölfen. Nach Tod. Warum bin ich denn gerade so negativ drauf? Hör auf, von Tod zu sprechen, Finn, Alter. Bringt Unglück. Halte mal, Waldemar, die Ecke kommt mir da bekannt vor. Ach, halt den Mund, du Hund. Die Ecke kommt mir wirklich bekannt vor. Kommen hier die Wege zusammen? Warum ist denn hier nichts? Guck mal, jetzt sind wir hier 100 Kilometer nach oben gelaufen. Und hier ist gar nichts. Silent Clearing. Vielleicht irgendwo eine Leiche mal im Schlee. Im Schlee. Nee. Nee. Hm. Gut, dann... Jetzt wollte ich gerade schon wieder M drücken, um auf die Map zu gucken. Aber, hehe. Lerne ich auch nicht, glaube ich. Lerne ich auch nicht mehr. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Da kann das schon mal vorkommen. No? Ich bin ja schon froh, dass ich gelernt habe, im Ladebalken zu sprechen. Das ist besonders gut. Wenn ich das nicht gelernt hätte, dann wäre jetzt zum Beispiel wieder gerade der erste Ladebalken furchtbar gewesen. Weil der erste immer am längsten dauert. Hätte ich mir mal angewöhnen müssen, den ersten Ladebalken schon mal zu machen und euch dann erst zuzuschalten. Das kommt mir doch bekannt vor hier. Hier waren wir doch schon mal. Guck mal, hier geht der hier kommt der andere Weg hoch, oder? Halt den Mund, Wolf. Wetten, 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 da waren wir schon drin. Hier müsste irgendwo eine Sturmlaterne stehen. Plastikcontainer empty, wie ich es gesagt habe. Schön im Kreis gelaufen, schön. Ganz toll. Dann gehen wir da weiter. Gut, dann gehen wir wieder Richtung unten. Ich meine, Sichi, wenn es jetzt, wenn wir jetzt auf der anderen Map wären, da wäre das jetzt bitter, sehr bitter, weil wir dann irgendwie eine Stunde Essen verschwendet hätten. Aber wir haben so viel Essen und Trinken, Leute. Es nimmt fast ein bisschen die Spannung raus, oder? Aber haltet durch mit mir, die Spannung wird wiederkommen, weil irgendwann wird das aufgebraucht sein. Und dann, aber dann. Wie die Kreuzberger Nächte. Oh. Das wird, wird das. Am Ende müssen wir uns dann wirklich barfäustig auf Wölfe stürzen, einfach weil wir so einen Hunger haben. Und darauf wird es hinauslaufen. Nur hier kürzen wir mal ab jetzt, ja. Ach nein, gar nicht wahr. Wir wollen ja gar nicht da runter, wir wollen ja dahin. Haha. Sag mal, habe ich irgendeinen Patch oder so verpasst? Habt ihr schon einen Wolf gesehen? Man hört hier immer... Aber ich sehe keinen. Das sieht doch ganz verdächtig hier auch. Entschuldige, liebes Haus. Du musst kurz nochmal warten. Das sieht doch verdächtig so aus, wie damals die Stelle auf der anderen Map, wo wir den Bunker gefunden haben. Oder. Also so ähnlich. Wir sind ja dann da auch hoch und dann haben wir runtergeguckt und dann war er da.
Deswegen gehen wir jetzt hier hoch und dann gucken wir runter. Und er ist nicht da. Oh. Okay, hier wollen wir nicht runterfallen. Dann gehen wir jetzt zur Bude. An der Bude! Pommes Mayo! Ach ja, ich glaube, das wäre für mich das Schlimmste. Was wäre für euch das Schlimmste, wenn ihr hier so im eiskalten Kanada gestrandet wärt? Also für mich wäre zum Beispiel, gut, die Kälte, es ist wahrscheinlich richtig arschsackkalt. Aber an sich habe ich kein Problem mit Kälte. Ich mag es eigentlich auch lieber kühler. This will come in handy. This will come in handy. Also ich mag es zum Beispiel auch nicht, wenn jetzt hier bei uns so richtig heißer Sommer ist. Ne, 35 Grad. Bäh. Und ich muss arbeiten gehen. Das habe ich am liebsten. Obwohl, da geht es meistens noch, weil im Büro hast du ja ein bisschen kälter. Aber anderes Thema. Ja. Beim Kunden gibt es oft Klimaanlage. Das geht schon, aber. Also, so in der Stadt und. Irgendwie nicht. Aber wenn ich in Urlaub fahre, mich an den Strand legen kann, ist alles gut. Dann kann es auch 40 Grad sein. Dann gehe ich halt ins Meer und dann ist mir wieder schön. Oder ein Pool, alternativ, wenn kein Meer in der Nähe ist. Oder wenn ich Pooltag mache. Macht ihr auch manchmal Pooltag, wenn ihr Strandurlaub macht? Gibt's manchmal. Ist dann einfach mal schöner, weil der Pool meistens dichter dran ist. Worauf ich aber hinaus wollte, also die Kälte fände ich wohl nicht so problematisch. Die Wölfe fände ich problematisch. Aber was ich schlimm fände, wäre irgendwie dieses ganze olle Zeug essen. Ne? Wenn du dich dann wirklich über einen Tag von so einer Dose Kondensmilch ernähren musst, das ist doch widerlich. Also hier die Granola-Bars und die Candy-Bars, alles noch in Ordnung, aber manchmal, oder wenn du dann wirklich dieses Hundefutter essen musst, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also, nee. Gibt ja Leute, die machen aus Hundefutter wohl Gulasch. Ja gut, da macht man aber, das Hundefutter ist ja auch eigentlich nur Fleisch. So. Was da nun genau drin ist, wollen wir gar nicht wissen. Das will ja auch der Hund nicht wissen. Aber das kann man ja soweit essen, wenn man dann Süßchen dran macht, dass man das nicht mehr so den Hundefuttergeschmack hat. Oder so Pork and Beans kann ich mir auch noch vorstellen, aber nicht kalt aus der Dose löffeln. Da würde ich mir wahrscheinlich eher ein Feuerchen dran machen, was ja hier nicht geht. Vielleicht ist das ja ein Feature, was nochmal kommt. Und mir die schön warm machen und dann da rausgabeln. Okay. Oder löffeln. Was auch immer man hier hat. Oh. Hab den Schrank übersehen. Ja, aber so ansonsten, also mir würde das wirklich fehlen, so ein, ach, was, ja, halt wirklich so ein lecker Gulasch mal. Oder eine Currywurst mit Pommes oder ein Schnitzelchen. Entschuldigung an dieser Stelle an die Leute, die sowieso schon ein bisschen Hunger haben und jetzt an dieser Stelle gezwungen sind, auf Pause zu drücken, sich was zu essen zu holen, bis sie weitermachen können. Ich kenne das ja selber. Ich gucke zum Beispiel auch gar keine Kochshows mehr im Fernsehen. Weil ich da immer nur Knast beikriege. Ich mag eigentlich Kochshows ganz gerne. Weil ich auch gerne koche. Also, wer gern isst, sollte auch gern kochen, finde ich. Aber ich koche nicht aus Prinzip gern, sondern weil ich gern koche. Ne? So mit Gewürzen rumspielen, aus Fleisch schön. Yum, 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 yum. So, aber was ich halt absolut nicht gern mache, ist abwaschen. Und wenn China da ist zum Abwaschen, wenn ich das dann selber machen müsste, zwei Töpfe in eine Pfanne, dann gibt es eine Pizza aus dem Ofen. Da bin ich zu faul zu. Hier drei Messer am besten noch, weil ich ja einmal was mit Zacken schneiden, einmal was glatt schneiden, Zwiebeln, Paprika, pipapo. Dann brennt mir noch der Reis an. Da habe ich richtig Spaß mit dem Topf hinterher. Nee. Nö, nö. Also das würde mir hier aber trotzdem fehlen. Oder stellt euch mal vor, sie würde jetzt... Sie, sag schon sie. Ich gewöhne mich an die Trish so langsam. Sie würde jetzt hier eine Tiefkühlpizza finden. Völlig labberig aufgetaut, weil ja hier anscheinend kein Strom mehr ist. Und nichts zum die Pizza backen. Aber dafür Klamotten ohne Ende wieder. Die ich nicht mehr brauche, weil ich glaube ich überall schon bestens Slot trage. Das Thema hatten wir ja schon mal. Hier in der Wanne ist nichts. Klochen. Gucken wir gleich, ob wir das müssen, wollen, tun, täten.
Ja, was sagt ihr denn? Was würde euch denn am meisten fehlen? Oder was wäre für euch das Schlimmste, wenn ihr hier in Kanada strandet? Wir. Ja, wir trinken mal eine Soda, oder? Hunger haben wir, Durst haben wir hoch, passt. Oh, immer noch Hunger, bisschen weniger Durst schon. Trinken wir noch eine Soda, was soll it? Wir haben es ja nur nicht aus Versehen, das Venison essen, das 16%, Digga. Da gibt es wahrscheinlich keine Lebensmittelvergiftung, sondern sofort tot. Guck mal, Candy Bar. So. Dann können wir noch einen Schluck aus dem Klo nehmen. Diesmal übrigens, ich habe mir das jetzt angewöhnt. Ich habe mich zwar eigentlich an das Fruchtfleisch gewöhnt, was da so im Klo herumschwimmt. Aber ich habe jetzt, ihr habt es nicht gesehen, ihr habt das schnell gemacht. Ihr habt mir da Makro geschrieben, das auf einen Quick-Button gelegt. Ich habe gerade schnell einen Socken ausgezogen und das Toilettenwasser durch diesen Socken gefiltert. Damit wir eben die Stückchen nicht immer zwischen den Zähnen haben. Ist ja auch unappetitlich. Und Zahnseide habe ich jetzt auch noch keine gefunden, deswegen ist das, ja, war das so mein Gedanke, dass wir das mal lieber so machen jetzt. Ja, ist ja auch, kann ja auch sein, weißt du, du triffst hier jemanden, einen netten Mann, einen Jungen, und dann lächelst du den an und sagst, hallo, hey, na, auch gestrandet? Und hast halt da so ein Stückchen... Stückchen, Stückchen zwischen den Zähnen. Dann hast du gleich verloren. Dann dreht er sich um und geht zur nächsten. Ist so. So ist der Datingmarkt heute hier in... im Nirgendwo. Da kannst du nicht mit Stücken zwischen den Zähnen die Leute ansprechen. Oder am Ende ist der noch hungrig. Weißt du, das ist ja auch, da hat er auch nicht so viel und denkt, oh... Wie gut, die Alte hat voll das Stückchen Fleisch noch zwischen den Zähnen, die knutsche ich gleich ab. Und dann schmeckt's halt scheiße. Ah, der gute alte Wortwitz ist der Knaller. Wortwitze sind das Beste. Ich wollte eigentlich nicht das Wort sagen, aber es gab kein passenderes Wort gerade. Tut mir leid. Da musste es einfach raus. Ist es so aus mir herausgeplatzt. Wie ein Alien aus dem Bauche. Wow, ist das hier immer noch Misanthropes Homestead da? Oder ist das schon wieder eine neue Insel? Nee, da ist die... Da ist unser Zuhause. Dann wird das die Insel sein, wo wir schon waren. Geht's hier noch irgendwo hoch? Ich muss da ein bisschen Ausschau halten. Darf das nicht verpassen. Ach, guck mal, da geht's... Oh, nochmal lang. Wir können nochmal gucken. Ich sehe keinen einzigen Wolf. Das macht mich stutzig. Ich finde das verdächtig. Wir haben, glaube ich, nämlich auch noch hier ein, zwei von diesen Hütten auf dem See haben wir noch stehen lassen. Weil ja da damals nämlich Wölfe waren. Deswegen kam ich wieder drauf, auf die Wolfs. Aber jetzt ist da nichts. Wow, laufen wir weiter auf der Straße wieder lang. Man kommt wirklich wesentlich schneller zu... von A nach B auf der... Ups, Verzeihung, Straße. Müsste ich da außen rum? Nee, dann gehen wir erstmal hier lang. Dann gehen wir erstmal in die Bude rein. Ach, guck mal, noch eine. Noch eine. Krass. Stadt V2.0. Jetzt ist natürlich die Frage, Waterfront Cottages. Ist natürlich die Frage, schleppen wir allen unseren Scheiß jetzt? Weil wir sind schon ziemlich beladen. Oh, verdammt. Probieren es mal nochmal. Wir stellen uns mal hier hin. So. Der kann sich jetzt nicht entscheiden, ob der das Venison lieber mag oder uns. Augenscheinlich mag er uns lieber. Wir sind mal drin. Huiuiuiuiui. Oder war das Venison da jetzt weg? Hat das schon gefressen? Ja, das kommt davon, wenn man so oft nach einem Wolf schreit, dann kriegt man auch einen. Toll, eh. Supi. Sind wir gefangen, für immer. 2 Meter von all unseren Vorräten weg werden wir jetzt jämmerlich verhungern. Matches.
Firelock. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir sind gleich encumbered. Oh Gott, 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 oh Gott. Das ist keine gute Idee, encumbered sein, Leute. Aber wir können ja vielleicht... Oh, lecker Hundefutter nochmal, wo wir es gerade drüber hatten. Zack, gib. Was wollte ich sagen? Wir können ja gleich nochmal essen und trinken und so. Und dann sind wir nicht mehr encumbered. Habe ich beschlossen. Und wahrscheinlich auch noch eine Zeitung hier. Wahrscheinlich... Ja, und irgendwie, auch fällt mir gerade so ein, so ein heißes Bad mal schön, gerade wenn es so kalt ist. Kennt ihr das? Wenn ihr im Winter, weiß ich nicht, vom Shoppen, vom Rodeln, von weiß ich nicht wo kommt. Und es war so richtig schön kalt und war eigentlich ganz schön. Aber jetzt ist doch ganz kalt und jetzt einfach eine Stunde in die heiße Wanne. Oh, und hier kommst du aus der Kälte und versuchst dich so gut wie es geht im Bett einzumümmeln. Kannst du vielleicht ein bisschen Schnee schmelzen. Ah, das würde gehen, seht ihr? Das würde ich wahrscheinlich machen dann. Wenn ich genug zu essen und zu trinken so ein bisschen hab. Und Feuerholz. Also ich meine, dass Feuerholz hier so sehr rar ist, finde ich ja gut für den Schwierigkeitsgrad. Wenn man unendlich Feuerholz hätte, wäre es wahrscheinlich zu leicht. Aber es ist hier überall Wald. Und spätestens, wenn man ein Hatchet hat, sollte man das irgendwie hinbekommen, immer ständig Feuer zu haben. Dann würde ich mir so ein schönes Feuerchen anmachen, schön den Topf drüber und schön Wassereis machen und ab in eine Wanne. Oh, da hätte ich Lust drauf. Da hätte ich jetzt Lust drauf. Ich bin mal kurz 2 Stündchen AFK. Guck mal hier schön hin. Spaß natürlich. Ich habe mich verarscht. Hattet ihr schon Angst, dass ich jetzt hier sitze? Nee. Das könnt ihr ja gar nicht. Ich habe ja gesehen, dass das Video nicht 2 Stunden lang ist. Aber vielleicht hat jetzt der ein oder andere von euch den... Vollbildmodus beendet, um nochmal nachzugucken. Was? So lang war das Video? Und dann habe ich mein Ziel erreicht. Bestimmt einer hat es gemacht. Hoffentlich. Bitte? Vielleicht kann einer von euch sagen, dass er es gemacht hat. Einfach nur, damit ich mich gut fühle. Das hätte ich euch schön veräppelt. Obwohl, dass man sich gut fühlen soll, wenn man Leute veräppelt, weiß ich auch nicht. Na, mir gibt das was. So, mein Fetisch. Leute veräppeln. Sonst würde ich das hier alles wahrscheinlich gar nicht machen. Ja, so, was haben wir denn hier? Nochmal ein Klochen. Antiseptik nochmal, gib her. Ja, jetzt ist die große Frage, was machen wir am schlauesten? Wir könnten, weil ich habe wirklich, wir sind hoffnungslos encumbered jetzt gerade, glaube ich. Und wir haben hier noch 2 Hütten und ich habe jetzt keine Lust, das lassen wir erstmal bleiben. Ich habe jetzt keine Lust, hier nach Hause zu rennen, den Rest hier stehen zu lassen. Wieder herzurennen, nach Hause zu rennen. Ich glaube, wir lagern alles in der Hütte gegenüber ein, wo die am dichtesten an zu Hause dran war. Da lagern wir erstmal alles ein, was wir jetzt haben. Wenn wir hier durch sind und... Und dann laufen wir weiter Richtung weg von zu Hause. Und irgendwann, wenn wir uns auf den Rückweg nach zu Hause machen, gehen wir das Zeug da abholen. Ich glaube, das ist mein Plan jetzt. Den wir so machen. Oder? Was haltet ihr davon? Findet ihr gut? Weiß ich. Und Klamotten, was man an Klamotten findet, ist nicht schön. Ich dachte, das ist reduziert. Also es ist ja nun inzwischen so, dass mir das auf den Nerv geht, wie viele Klamotten man hier findet. Aber ich bin auch zu gierig und zu geizig, die liegen zu lassen. Guck mal, Skijacke ist wieder 3 Kilo wert. Wisst ihr, was ich meine? Oh, Heavy Wool Sweater. Ich glaube, wir haben nur einen Thin an, oder? Equipment. Clothing. Heavy Wool Sweater. Thin Wool Sweater. 0909. 1208. Der hat gewonnen. Jetzt haben wir aber besten Slot. Coolio. Ja, hoffnungslos übermüdet. Wir können direkt, was haben wir es? 2:30. Boah, da kann man sich ja schon mal auf die Nacht einrichten hier. Wir müssen ganz dringend zum Beispiel das hier kaputt machen. Die Skijacke wiegt ja 2 Kilo oder was? Und die 2 Stoffe wiegen dann 200 Gramm. Downweste kommt auch direkt weg. Alles raus, was keine Miete zahlt. Schuhe sind immer gut zum Entsorgen. Zack. Ja, machen wir so. Die Kalorien gehen in den Keller. Sehr gut, können wir gleich noch was essen. Insulated West kann weg. Da wird's schon dunkler. Der Tag neigt sich dem Ende. Ein langes Tagewerk.
zweimal Tag hintereinander gefällt mir nicht. Hat sich wieder gelohnt. Wir haben wieder viel geschafft heute. Wir haben zwei Hütten erkundet. Sind einmal im Kreis gelaufen. Das hat sich gelohnt. Aber wir haben wieder einen Tag überlebt. So, hier, Fleece-Sweater kann, glaube ich, auch weg. Der wiegt auch mehr als seine Einzelteile. Zeig her. Oh, wie schnell ist denn das jetzt gegangen? Und wir wiegen immer noch fast 35 Kilo. Das ist ja... Oh, wir wiegen noch fast 35 Kilo. Das ist ja Fettsucht. Natürlich nicht, liebe Freunde. Oh, 6 Kilo. 6 Liter. Fast 7 Liter Getränk. Da wundert mich gar nichts mehr. Und wir haben nicht mal 1 Liter getrunken jetzt. Das ist ja frech. Das ist ja frech. Da denkst du, so, wir haben jetzt auch keinen Dosenöffner dabei, ne? Deswegen müssen wir hier sowas essen. Granola Bar. Noch eine. Ich möchte jetzt auch nicht, auch wenn es verlockend ist, einfach zu sagen, hier komm, mach kaputt den Kack, wir haben genug. Ne, hier, weil wir keinen Dosenöffner haben oder mit dem Hatchet, dann geht da was verloren, ist doch egal. Aber nein, ich möchte trotzdem sparsam bleiben. Bitte, ja? Danke. So, und es ist 7:30 Uhr. Zeit fürs Bett. Freunde, ich glaube, wo ich spinne, morgen ist Schule. Daher muss man 7:30 Uhr auch schon mal ins Bett Hausaufgaben machen, essen, ab ins Bett. So war das bei mir als Kind. Was natürlich nicht, sonst wäre ich nie so ein Zocker geworden. Aber, ja, also meine Mutti zum Beispiel, die hat nie, konnte nie viel mit dem Computer anfangen. Die konnte das auch schon, seit ich Computer hatte, konnte die nicht so richtig verstehen, wieso ich da so viel Zeit mit verbringe. Also die hat wohl auch mal eine Nacht durchgezockt. Die Mutti, lieben Gruß Mutti. Ich verpetz dich jetzt ja, aber dann war es halt mit dem Gameboy Pinball oder Tetris. Oder am Computer hat sie besonders geliebt Mahjong. Kennt ihr bestimmt auch alle Mahjong. Mag ich auch ganz gern, aber ich kann das nicht so über Stunden spielen. Ich spiele da gerne mal ein Ründchen von, wenn ich mal dran denke. So wie jetzt zum Beispiel. Jetzt könnte ich auch direkt wieder ein Ründchen Mahjong spielen. Aber dann ist er wieder gut. Aber halt so, diese Schießspiele, die machen dich so aggressiv. Das Einzige, was mich aggressiv gemacht hat, ist, dass die Mutti immer nerven musste. Das hat mich aggressiv gemacht. Das Spiel selber nicht. Ich habe da fröhlich gespielt. Dann immer, hör doch mal auf da, mach doch mal mach doch mal so. Oh, Mutti. Ja, ja, so war das damals. Jetzt schimpfe ich über meine Mutti, bin ich bekloppt. Meine Mutti ist die beste Mutti der Welt. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das sind halt witzige Anekdoten, die ich mal so erzähle, auch wenn es gar nicht so witzig war damals. Heutzutage finde ich es witzig, wie die Mutti und ich uns nicht verstanden haben, was das Computerspielen angeht. Ja, ja. So, habe ich euch wieder ganz schön Kotelett an die Backe gelabert in der Folge, ne? Wir sind immer noch hoffnungslos überladen. Was ist hier los? Wir müssen noch Klamotten kaputt machen. Oh, neue, bessere Mittens. Sind wir fröhlich mit. Finden wir gut. Unsere Wollsocken sind die besten. Tokul geht nicht besser. Der Schal ist oll. Oh, frische Schlürpi kann man auch mal anziehen, wenn man, nachdem man hier 5 Tage in der Wildnis unterwegs war, oder? Ah, guck mal hier, Skijacke. Achso, wiegt nur 1,5 Kilo. Na, dann geht's ja. Ja gut, können wir aber trotzdem noch ein bisschen was kaputt machen. Weil ich hasse encumbered sein. Das geht mir auf den Nerv. Ah, ich hasse aber auch hier rumstehen und Sachen kaputt machen und hinterher trotzdem encumbered sein. Ich kenne das doch. Waren wir hier schon überall dran? Waren wir hier oben dran? Hier unten? Sehr gut. Dann können wir hier wieder raus. Und zwar beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Long Dark. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Tschüssli Müsli.